Tina Turner, Todesursache ihres Ronny steht fest. Tina Turners, 83, Sohn Ronny wurde im Alter von nur 62 Jahren tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Das berichtete zuerst das US-Portal TMZ am Freitagmorgen, 9. Dezember 2022. Kurz darauf hatte sich die Sängerin selbst zum Ableben ihres Sohnes geäußert und veröffentlichte bei Instagram rührende Zeilen. Einen Tag später hatte Ronnys Ehefrau Afida Turner, 45, enthüllt, dass der Musiker an Krebs erkrankt gewesen war. Nun steht die offizielle Todesursache fest. Wie US-Portale berichteten, soll Ronny von Nachbarn bewusstlos aufgefunden worden sein. Die eingeleiteten Wiederbelebungsversuche vor Ort blieben erfolglos. In einem herzzerreißenden Beitrag auf Instagram verriet Afida, dass Tina Turners Sohn schwer krank gewesen war. Zu einem Bild, das Ronny und seinen verstorbenen Vater Ike Turner, 75, zeigt, schrieb sie, dass es ihm sehr schlecht gegangen und er innerhalb von nur 3 Wochen vor seinem Tod an Krebs erkrankt sei. Nun wird bekannt, dass Ronny laut Promi-Portal Page 6 an den Komplikationen seiner Darmkrebserkrankung gestorben sei. Nach Angaben des Los Angeles County Medical Examiner Coroner's Office hätte er zum Zeitpunkt seines Todes auch an einer atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankung gelitten, bei der sich Cholesterinablagerungen in den Wänden der Arterien ansammeln und den Blutfluss behindern. Zuvor bestätigte die Musikerin ebenfalls in den sozialen Medien den schweren Verlust: „Ich habe das Beste getan bis zum Ende. Dieses Mal war ich nicht in der Lage, dich zu retten“, schrieb sie zu einer Reihe von gemeinsamen Schnappschüssen. Weiter beschrieb sie ihren verstorbenen Mann als wahren Engel sowie große Seele und betonte: „Ich liebe dich seit 17 Jahren. Das ist sehr schlimm, ich bin sehr wütend. Trotzdem hoffe sie, dass er nun mit seinem Bruder Craig, 59, und seinem Vater Ike Turner, 76, in Frieden ruhen werde. Eine schreckliche Nachricht, die Tina Turner nur 4 Jahre, nachdem sich ihr ältester Sohn Craig im Juli 2018 das Leben genommen hat, ereilte.“ Mit einem rührenden Statement nahm die Sängerin Abschied. Bei Instagram veröffentlichte sie ein schwarz-weiß Foto ihrer selbst. Ihre Augen sind geschlossen, sie schrieb dazu: „Ronny, du hast die Welt viel zu früh verlassen. In Trauer schließe ich meine Augen und denke an dich, meinen geliebten Sohn.“ Anführungszeichen. Ronny Turner spielte 1993 an der Seite seiner Mutter in der Filmbiografie Václav Gotodovit Eat mit, die ihre Lebensgeschichte erzählt. Zuvor war er bereits mehrfach im Zusammenhang mit Drogen verhaftet worden. Im August 1999 wurde er wegen dem Besitz und Verkauf von Kokain festgenommen. Verwendete Quellen: tmz.com, instagram.com, dailymail.co.uk, page6.com.